Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie vor, die auf einem Preprint-Server veröffentlicht wurde von Sharif Ismail. Es geht um die Effektivität der BNT162b2 Messenger-RNA ChAdOx1 Adenovirus-Vektor-Covid-19-Impfungen auf das Risiko der Hospitalisierung bei älteren Erwachsenen in England, eine Observationsstudie, die Surveillance-Data einsetzt. Nach den guten Zahlen aus Israel zeigen jetzt auch erste Auswertungen von Public Health England, dass die Corona-Impfung Senioren weitgehend vor einer Hospitalisierung oder einem Tod an Covid-19 schützt. Großbritannien hatte als weltweit erstes Land mit einer landesweiten Impfkampagne begonnen. Ab dem 8. Dezember waren die ersten Senioren mit Tocilizumab BNT162b2 von BioNTech/Pfizer geimpft worden. Ab dem 4. Januar stand auch der Impfstoff ACD1222 von AstraZeneca zur Verfügung. Zunächst wurden nur die über 80-Jährigen geimpft. Am 18. Januar wurden dann Senioren über 70 Jahre geimpft. Auch wenn die zweite Dosis aus impfstrategischen Gründen hinausgezögert wurde, sind inzwischen doch die meisten Senioren vollständig geimpft. Es wurde jetzt in einer Studie ermittelt, wie sich die Impfungen auf die Zahl der Hospitalisierungen ausgewirkt hat. Bei den über 80-Jährigen kam es schon 28 Tage nach der ersten Impfstoffdosis zu einem Rückgang der Krankenhausbehandlung wegen Covid-19 um 80% mit einem Konfidenzintervall von 74-85%. Die Schutzwirkung stieg 14 Tage nach der zweiten Dosis weiter auf 92%, 87-95%. Bei den Personen im Alter von 70 bis 79 Jahren waren die Zahlen ähnlich. 28 Tage nach der ersten Impfstoffdosis ging die Zahl der Hospitalisierung um 82%, 85-87% zurück. Für die zweite Impfstoffdosis wird eine weitere Steigung erwartet. Die Zahl der Personen, deren zweite Dosis mehr als 14 Tage zurückliegt, sei allerdings für eine Auswertung noch zu gering. Auch die ersten Vergleiche zwischen beiden Impfstoffen sind möglich. Ein Vorteil für einen der beiden Impfstoffe ist nicht erkennbar. Bei über 80-Jährigen war die Impfstoffwirksamkeit von Tocilizumab mit 81% gegenüber 73% bei ACD1222 etwas höher. Bei den 70- bis 79-Jährigen lag ACD1222 mit 84% versus 81% tendenziell vorne. Die 95% Konfidenzintervalle überlappen sich jedoch, sodass die Unterschiede nicht signifikant sind, ganz abgesehen davon, dass die Aussagekraft epidemiologischer Studien begrenzt ist. Beide Impfstoffe dürften dazu beigetragen haben, dass die Zahl der Hospitalisierungen von Senioren wegen Covid-19 in England deutlich zurückgegangen ist. Auch die Sterblichkeit an Covid-19 ist in der zuvor am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppe deutlich gesunken. Wernal analysierte hier die Daten von Patienten, die an Covid-19 erkrankt waren. Das Risiko auf einen tödlichen Ausgang sank nach der ersten Dosis von Tocilizumab um 44%, Hazard Ratio 0,56, Konfidenz 0,47 bis 0,68. Nach der zweiten Dosis war das Sterberisiko um 69%, Hazard Ratio 0,31, geringer als bei Nicht-Geimpften. Nach der ersten Dosis von ACD1222 sank das Sterberisiko um 55%. Für die zweite Dosis sind noch keine Daten verfügbar. Diese Zahlen betreffen das Sterberisiko im Fall einer Erkrankung. Hinzu kommt der Schutz vor einer Erkrankung. In der Summe könnte die erste Impfdosis der beiden Impfstoffe das Sterberisiko bereits um 80% gesenkt haben. Nach der zweiten Dosis von Tocilizumab stieg die Schutzwirkung auf 97%. Die Zahlen entsprechen weitgehend den Erfahrungen aus Israel, wo nur Tocilizumab verimpft wurde. Das Gesundheitsministerium in Jerusalem gab die Schutzwirkung gegen asymptomatische Infektionen mit 91,5% und die Schutzwirkung vor symptomatischen Infektionen, also vor Covid-19, mit 97% an. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der frei verfügbaren Publikation auf dem Preprint-Server.